Bei mir hier als Gast haben wir den Patrick und der Alex. Patrick, du bist aktiv bei der Beratungsstelle Du bist du. Ihr beratet junge, queere Jugendliche, ihr geht an Anlässe, ihr macht eben Beratungen. Die Jugendlichen, die vor allem jetzt zu dir, schwule junge Männer, zu dir kommen, was beschäftigt die so in ihrem Alltag und warum sie auch kommen zu dir? Also ich habe das Gefühl, viele sind schon relativ sicher und wissen schon relativ gut, was sie wollen, wer sie lieben wollen und was sie fühlen. Aber für viele ist einfach ziemlich schwierig. Sei es jetzt bei den Eltern, bei der Familie oder halt auch am Arbeitsplatz zum Beispiel. Und ja, ich habe das Gefühl, oft hilft es schon relativ gut, wenn man einfach mal von seinem eigenen Coming-out erzählt, wenn man kann sagen kann, wie man selber damals damit umgegangen ist, was man gefühlt hat, was man empfunden hat. Also das heisst, Sie sind eigentlich froh, wenn Sie einerseits ein offenes Ohr bekommen, wo Sie mal können Ihre Sorgen abladen können und auf der anderen Seite aber auch jemanden haben, vis-à-vis, der von Ihren, seinen eigenen Erfahrungen erzählt. Genau, man muss immer halt auch bedenken, für viele ist das eigentlich der erste Kontakt mit irgendeinem, der queer ist. Und die kennen natürlich nicht so viele Leute, die sie über die Themen reden können. Und ich glaube, schon das tut für viele wahnsinnig gut. Und wichtig ist halt auch, dass man ein bisschen aufzeigt, es gibt ganz viele andere, die auch so fühlen, dass es ganz viele Jugendtreffs und Jugendanlässe gibt, wo sie andere junge Homosexuelle oder allgemein Queers kennenlernen können. Und ja, ich glaube, das macht es auch einfacher, nachher sich zu outen, wenn man merkt, dass es ganz viele andere gibt, die ähnlich fühlen. Du und du bist in der ganzen Schweiz tätig. Gibt es da regionale Unterschiede von den Sorgen oder den Jugendlichen, die die Beratungsstelle aufsuchen? Das ist mir ehrlich gesagt bis jetzt eher weniger aufgefallen. Mehr vielleicht anhand vom Alter, so ein bisschen. Warum ist es wichtig, dass man gerade die Aufklärung und das Enttabuisieren bei jungen Menschen anfängt? Ich finde, einerseits ist es einfach mega wichtig, dass man früher anfängt, die Jungen in der Schule möglichst schon zu sensibilisieren und aufzuklären. Weil das führt einerseits dazu halt, dass es für die Betroffenen, die sich später als queers werden outen, einfacher ist, weil es für sie im Neuland ist, weil sie schon ein bisschen etwas davon kennen, weil sie schon wissen, es ist etwas Normales. Und andererseits habe ich das Gefühl, es nimmt wie auch ein bisschen den Nährboden für die Intoleranz und die vielleicht diskriminierenden Haltungen, wenn wirklich halt die Leute und die Jugendlichen schon merken, es ist wirklich etwas Normales und es gibt keinen Grund, die Leute zu diskriminieren. Alex, du hast Patrick zugelassen und hast heftig genickt. Du selber bist trans Mann. Wenn wir jetzt von trans Jugendlichen und trans Kindern ausgehen, warum ist es vielleicht gerade im Trans-Bereich noch viel wichtiger, dass man sehr früh sensibilisiert? Ja, das hast du genau richtig erkannt, dass ich dazu stimmend genickt habe. Gerade im Transbereich, wie du sagst, das ist sehr wichtig, denn bei uns, man kennt es, Pubertät, da treten Veränderungen auf. Und gerade bei Transmenschen halt häufig in die, wie sich hinterher oder auch schon währenddessen rausstellt, falsche Richtung. Und wenn man das verhindern kann, ist da schon vielen geholfen. Ich rede jetzt gar nicht davon, dass man sagt, jetzt möchten wir schon irgendwie an 12-Jährigen irgendwelche Operationen oder Hormontherapien durchführen, sondern da geht es vielmehr darum zu sensibilisieren, zu zeigen, hey, es ist okay, was du fühlst. Wir geben dir jemanden an die Hand, der guckt das mit dir an und der zeigt dir, ist das dein Weg? Oder ist es vielleicht auch nicht? Aber wenn es der Weg ist, dann ist es umso wichtiger, dass man sagen kann, hey, es gibt Mittel und Wege, zum sich jetzt darum kümmern und dass man die dann auch zusammen beschreiten kann. Und wenn man da sensibilisiert und zeigt, hey, in deinem Umfeld ist es akzeptiert, du kannst dich darauf verlassen, dass deine Freunde zu dir stehen, dass in den Schulen deine Lehrer dich unterstützen werden auf dem Weg eines Coming-outs und darüber dann eventuell auch mehr Eltern etc. mit ins Boot genommen werden können. Das ist super wertvoll und extrem wichtig und hätte vielen schon helfen können und wird hoffentlich vielen helfen. Du selber hast dich mit 19 hast du dein Coming Out gehabt. Du bist jetzt 22, das war vor 3 Jahren. 19 ist tendenziell eher spät, gerade wegen dem biologischen Prozess. Genau, es ist, wenn man es jetzt anschaut, glaube ich, per se nicht spät, also in meinem Umfeld, wenn ich es anschaue. Allerdings ist es natürlich körperlich spät, denn da hätte schon relativ viel irgendwie im Vorhinein anders laufen können, wenn es denn schon vorher möglich gewesen wäre. Und von meiner Seite aus kann ich sagen, ich habe das schon länger gewusst.
ich habe mich einfach nicht so sicher gefühlt, dass ich gesagt habe, hey, das ist mein Weg. Und genau da sind wir eben beim Thema, dass wenn in meiner Schule das eventuell angesprochen worden wäre, wenn man vorher gesagt hätte, hey, ist okay, das ist ein Thema, das schauen wir jetzt zusammen an, dann wäre es für mich vielleicht einfacher geworden und ich hätte mir einen harten Weg ersparen können. Und umso wichtiger finde ich es, das jetzt vielleicht mit meinem Aktivismus anderen zu ermöglichen. Du bist du, will eben helfen, auf dem Weg, den eigenen Weg zu finden. Wie empowert man die Jugendlichen? Egal in welchem Bereich, in welchem queeren Bereich, ob das jetzt trans oder schwul oder lesbisch ist. Ja, gerade so an diesen Jugendanlässen ist es nicht immer einfach, so ein bisschen die Jugendlichen für einen zu gewinnen. Und wir merken oft auch, so, gerade, dass so Jugendgruppen oder einfach Gruppen von Jugendlichen halt so ein bisschen sich nicht so recht getrauen haben, so unsere Stände zu kommen. Aber gleich viele einzu relativ interessiert sind. Und ich glaube, da ist es einfach wirklich wichtig, dass man dort auch, gerade auch denen, die Botschaft übergibt, in der Hoffnung, dass die das auch weitertragen können und weiter mitteilen. Und oft haben wir halt auch ein relativ kreatives Programm mit Spielen oder mit irgendwie, je nach Altersgruppe, mit irgendwelchen Quiz oder Wettbewerben, um noch ein bisschen so die Leute ans Boot zu holen. Aufs Umfeld kommen wir nachher noch kurz zurück. Alex, noch die Frage an dich. Wenn du an deinen eigenen Prozess zurückdenkst, was hättest du dir gewünscht, was hätte dir geholfen? Das ist wirklich schwer zu sagen. Ich glaube, es macht die Kombination aus allem dann irgendwo durch. Also es sind ja viele Faktoren, die man hat, die man braucht, zum bei einem Coming-out sicher sein. Das ist zum einen der Freundeskreis, dann Schule, was irgendwo ins selbe reingeht, Sportverein, Elternhaus. Und ich glaube, wenn das alles in einer anderen Konstellation gewesen wäre und ich gesagt hätte, jetzt da fühle ich mich besonders sicher, wäre es bestimmt einfacher geworden. Das Umfeld ist eben entscheidend. Ich habe einen Satz gelesen, Alex, wo du mal gesagt hast in einem Zeitungsartikel, Kinder sind grausam. Also das Umfeld, Peers, Eltern machen die ganze Situation vom Coming Out, egal in welchem Bereich, schwierig. Trans wahrscheinlich noch ein bisschen schwieriger wie bei der Homosexualität, je nachdem. Was kann man da machen? Wo kann man da handeln oder ansetzen beim Handeln? Ich denke sicherlich insbesondere in den Schulen im Bereich Aufklärung, indem man da, sei es im Biologieunterricht, irgendwie sensibilisiert, einfach zeigt, hey, es gibt verschiedene Lebensformen, die Menschen wählen oder eben auch nicht wählen. Und das ist völlig legitim, das gibt es, das ist völlig in Ordnung. Jeder ist so, wie er ist. Ich kann auch nichts an meiner Augenfarbe ändern, die ist blau. Ich kann nichts an meiner Schuhgröße ändern. Das ist einfach gegeben. Und genauso ist es mit Sexualität, mit Identität. Das ist da. Und das ist kein Wunsch, den ich irgendwie habe, derjenige zu sein. Wünschen tue ich mir ein Auto. Ist schön, ist nett, toll. Aber das bin ich. Das ist eine ganz andere Ebene. Und das ist, was wichtig ist dann in dem Zusammenhang. Und wenn das in der Schule erklärt wird, wenn das im Fernsehen, ich weiß nicht wie, in der Gesellschaft angekommen ist, dann haben wir ganz was Tolles erreicht. Wie weit weg sind wir noch von dieser idealen Welt und werden wir die überhaupt mal erreichen? Was ist deine Einschätzung oder dein Wunsch vielleicht auch, Patrick? Also ich habe das Gefühl, gerade in der Schule ist schon einiges gegangen. Also wenn ich zurückdenke an meine Schulzeit damals, Aufklärung war ein Tabuthema. Und als ich mich mit meiner Sexualität auseinandersetzen konnte, habe ich überhaupt nichts über Homosexualität oder andere Sexualitäten gewusst. Und heute ist es schon so, dass man relativ früh, relativ offen über die Themen redet in der Schule. Aber da finde ich es wichtig, dass man das wirklich einfach auch noch mehr macht, weil ich glaube, das ja, finde ich, ist wirklich der einfachste und der effektivste Weg, auch die Leute zu erreichen. So. Darüber reden, das haben wir heute gemacht, der ganze oben und auch wir zu dritt jetzt. Patrick, ich danke dir ganz herzlich, bist du gewesen. Alex, ich danke dir ganz herzlich, bist du gewesen. Merci vielmals.